Arbeitsmigration. Arbeitsmigranten kommen nicht nur auf eigene Faust, sie werden auch angeworben. Von 1880 bis 1914 holt die expandierende Industrie so an die 1,2 Millionen Wanderarbeiter nach Deutschland. Vor allem aus dem damals preußischen Teil Polens. Als es nach dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich wieder steil bergauf geht, fehlen der Bundesrepublik Arbeitskräfte. Ab 1955 schließt sie daher mit Italien, Griechenland, Spanien, der Türkei und anderen Ländern Anwerbeabkommen. Die sogenannten Gastarbeiter tragen viel zum wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik bei. Nach der Ölkrise 1973 verhängt die Regierung einen Anwerbestopp. 2004 bekommen EU-Bürger das Recht, in allen EU-Ländern zu arbeiten. Das nutzen nach den Finanzkrisen auch viele Ost- und Südeuropäer. Für Nicht-EU-Bürger ist es komplizierter. Seit 2012 wird es für gesuchte Fachkräfte, auch ohne EU-Pass, leichter. Über die blaue Karte EU und Sondervisa für Hochqualifizierte kamen so im Jahr 2017 gut 38.000 Erwerbszuwanderer aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland. Flucht und Asyl. Auch Zuwanderung auf der Flucht vor Krieg, Terror und Hunger ist alles andere als neu. In der Weimarer Republik 1918 bis 1933 suchen nach der kommunistischen Revolution in Deutschland rund 600.000 russische Flüchtlinge Schutz, vor allem in Berlin. Juden fliehen vor antisemitischen Pogromen aus Ost- und Südosteuropa. Etwa 70.000 beantragen bis 1921 Asyl. Am Ende des Zweiten Weltkriegs kommen Flüchtlinge und Vertriebene aus dem ehemaligen Deutschen Reich, aus Ost-, Mittel- und Südeuropa nach Deutschland. 12,5 Millionen bis zum Jahr 1950. Ab 1953 regelt das Bundesvertriebenengesetz, dass Deutschstämmigen als Aussiedlern die deutsche Staatsangehörigkeit zusteht. Mit dem Ende des Kalten Krieges und der Öffnung der Grenzen 1989 kommen viele Asylsuchende aus den ehemals kommunistischen Staaten Ost- und Südeuropas. Die Asylbewerberzahlen erreichen 1992 mit 438.000 einen Höchststand. Die meisten sind Flüchtlinge aus dem zerfallenden Jugoslawien. Zugleich breitet sich eine ausländerfeindliche Stimmung aus. Die Zahl rassistischer Ausschreitungen steigt. Eine Debatte über das Asylrecht spaltet das wiedervereinte Deutschland. Nach Brandanschlägen auf Asylbewerberheime in Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen verabschiedet der Bundestag den sogenannten Asylkompromiss, der das Asylrecht stark einschränkt. Die Zahl der Bewerber sinkt massiv, bis 2008 auf 28.000. Fluchtbewegungen und Mobilität nehmen zu, weltweit. Es fliehen immer mehr Menschen, vorwiegend aus arabischen und afrikanischen Ländern. Die Fluchtbewegung nach Deutschland erreicht 2015 ihren Höhepunkt. Seitdem sinkt die Zahl der Asylanträge, obwohl die weltweite Flüchtlingskrise anhält.